Wenn wir inzwischen im 10. Kapitel des Hebräerbriefes, liebe Schwestern und Brüder, diese Ermahnungen, dieses Insistieren sozusagen noch nicht aufzugeben hören, dann werden wir an dem Beginn dieses Schreibens erinnert, dass ja wohl eine aufgezeichnete Predigt ist, die man dann in eine akute Situation hineinschickt. In eine akute Situation der Schlaffheit, des Müdeseins, des irgendwie nicht mehr weiterwollens oder auch nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Weil man unterwegs auf dem Weg verloren hat, zu wissen, wo man herkommt und wo man hingeht. Deshalb ist der Hebräerbrief so aktuell. Und er hat genau die Spannung, die wir sozusagen brauchen. Er schaut zurück und zugleich nach vorne. Es ist nicht damit getan, dass wir uns fokussieren darauf, erinnert euch an die früheren Tage, wie unser Abschnitt heute beginnt. Ja, es ist richtig, das zu tun. Aber es ist nicht eine Flucht zurück oder ein Wiederherstellen der früheren Tage. Das geht nie. Das ist noch nie gegangen. Wir können nicht im Gestern wohnen. Aber wehe dem, der das Gestern vergisst, der das Gestern nicht mitnimmt und in sich trägt. Erinnert euch der früheren Tage. Und zugleich heißt es am Ende, es geht um den, der kommen soll, und er wird nicht ausbleiben. Und wir gehören nicht zu denen, die im Jetzt zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das ewige Leben gewinnen. Das ist der Blick nach vorne. Das Gestern mitnehmen, im Jetzt nicht zurückweichen und auf den warten, der gewiss kommt. Das muss immer, zu allen Zeiten, vor allen Dingen in Zeiten der großen Ratlosigkeit oder der Müdigkeit, unsere Ermutigung sein. Damals für diese bedrängte Gemeinde wie für uns heute.